Zum zweiten Mal findet in München an der Motorworld München der internationale CFC Preservation Konkurs statt, an dem nur original erhaltene und unrestaurierte Fahrzeuge teilnehmen können. 25 Fahrzeuge werden zu diesem Wettbewerb zugelassen. Der Preservation Konkurs unterstützt einen Trend, der sich zunehmend in der Oldtimer-Szene durchsetzt. Waren früher komplett restaurierte Fahrzeuge erstrebenswert, wird heute mehr und mehr auf Originalität und gepflegte Patina geachtet. Jedes der 25 teilnehmenden Fahrzeuge erzählt mit seinen Spuren eine eigene Lebensgeschichte. Besitzer von unrestaurierten Fahrzeugen können sich nun zu diesem weltweit einzigartigen Preservation Konkurs anmelden. Zugelassen werden nur Automobile und Motorräder, die vor 1986 gebaut wurden und sich noch in einem unrestaurierten Originalzustand befinden. Sehr wichtig ist dabei, dass auch Fahrzeuge wie Kleinstfahrzeuge, Brot- und Butterfahrzeuge und Mittelklassefahrzeuge zugelassen sind. Haben auch Sie ein originales, unrestauriertes Fahrzeug, das in eines der gelisteten Kategorien passt, dann bewerben Sie sich jetzt mit dem Bewerbungsformular, das Sie auf Classics for Charity herunterladen können.